Eva Braun ist ja erst bekannt geworden, nachdem sie schon tot war. Und eine zweite Herausforderung ist sicher das Thema als solches, also dass man überhaupt dieses Thema nochmal behandelt und so solche Figuren wieder zum Leben erweckt, dass man eben, das ist halt sehr heikel, dass man da auch nichts falsch macht. Nach all dem, was ich gelesen habe, glaube ich, dass sie eine sehr lebenslustige Frau war und dass sie eben dem Führer oder dem Hitler total verfallen war. Also die muss den wahnsinnig verehrt und geliebt haben, bis zur Selbstaufgabe dann später. Und das ist, glaube ich, das Besondere an ihr, dass sie gar nicht politisch war. Die hat sich für Politik, glaube ich, nicht interessiert, soweit ich das jetzt erforscht habe. Die hat sich eigentlich nur dafür interessiert, ihn zu bekommen, ihn aufzumuntern, mit ihm fröhlich oder glücklich zu sein und letztendlich ihn dann zu heiraten. Sie war ganz sicher damals nicht die deutsche Frau, die von den Nazis so geschaffen wurde. Das war sie nicht, denn sie hat zum Beispiel geraucht, sie hat sich die Fingernägel rot angemalt, sie hat wahnsinnig viel gefeiert. Also auf dem Obersalzberg hat man also erfahren, dass sie wurde ja da eingesperrt oben in ihrem Zimmer und da hat sie also wirklich das krachen lassen, ja, und hat Partys gefeiert und so. Also sie war auf keinen Fall dieses Bild der deutschen Frau in der Nazizeit und es wollte sie auch nicht sein. Ich glaube, sie war immer so ein bisschen, die hat sich immer so hinweggesetzt darüber. Die hatte so eine Leichtigkeit, glaube ich. Und das hat was, finde ich, was ganz Modernes. Also für mich ist sie gar nicht, also für mich ist die Frau eher zeitlos. Und dass sie den Hitler so verehrt hat, das ist das kann jedem Menschen passieren. Ich kann es mir vorstellen, dass jemand, der so sich so einem Menschen verschrieben hat, dass der dann mit dem zusammen in den Tod geht. Also ich würde das nicht machen wahrscheinlich, aber ich kann mir das vorstellen, ja. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir irgendwie vorstellen, wie die von dem abhängig war, nach dem, was ich alles so gelesen habe über die und nach dem, was, wenn man weiß, dass die nichts anderes interessiert hat, nur das eine. Und dann ist das eigentlich eine konsequente Folgerung.